Hallo zum Video über Näherungsverfahren zur Schrödinger-Gleichung, bei dem wir uns das Ritz-Verfahren oder auch Rayleigh-Ritz-Verfahren anschauen werden. Worum geht's im Video? Ja, leider sind die wenigsten Probleme analytisch geschlossen lösbar. Das heißt, für die meisten Probleme im Rahmen der Quantenmechanik brauche ich Näherungsverfahren. Da gibt es verschiedene Klassen von Näherungsverfahren und wir betrachten hier ein wichtiges Verfahren aus der Gruppe der Variationsverfahren. Was heißt das? Na, wir betrachten das Eigenwertproblem, das wir lösen wollen und nehmen an, dass es zu kompliziert ist, um eine exakte Lösung zu finden. Dann wendet man darauf ein Variationsverfahren an. Und was liefert das Variationsverfahren? Das liefert uns eine Näherung an die Eigenwerte. Was erwartet euch in diesem Video? Zunächst erkläre ich das Ritz-Verfahren, dann wende ich es als erstes Beispiel auf Matrizen und Vektoren an, um eine erste Idee zu kriegen. Dann wende ich es auf die Schrödinger-Gleichung, das heißt den Potentialkasten an und am Ende gebe ich noch Beispiele für mögliche Ansatzfunktionen. Die Grundidee des Verfahrens geht auf Rayleigh zurück und wurde dann von Ritz aufgenommen und als Verfahren veröffentlicht. Deshalb heißt das Ritz-Verfahren auch oft Rayleigh-Ritz-Verfahren. Ausgangspunkt oder Hintergrund ist das sogenannte Rayleigh-Ritz-Prinzip. Das, was jetzt kommt, ist ein bisschen theoretisch, aber auf der nächsten Folie werde ich das praktisch mit Leben füllen, also nicht abgeschreckt sein. Wir haben einen hermitschen Operator, der hat einen Definitionsbereich und das Ganze spielt in einem Hilbertraum. Und was ist dann die Aussage des Prinzips? Dass das Infimum des Spektrums berechnet werden kann über den sogenannten Rayleigh-Quotienten. Schauen wir uns das mal in Ruhe an. Was ist das Spektrum? Na, wenn wir bei Matrizen sind, dann besteht das Spektrum aus allen Eigenwerten. Das ist also so gesehen die Menge aller Eigenwerte. Bei hermitschen Operatoren ist das ein bisschen mehr, aber man kann sich im Prinzip die Menge der Eigenwerte darunter vorstellen. Was ist das Infimum? Das Infimum ist sowas wie ein Minimum. Also ähnlich wie ein Minimum. Das heißt, wir bilden hier das Minimum über alle Hilbertraumvektoren im Definitionsbereich. Deshalb brauche ich den. Und setzen quasi alle Hilbertraumvektoren in den Quotienten ein und der kleinste Wert liefert dann E0, das Infimum, also das Minimum unseres Spektrums. Was haben wir davon? Wenn dieses Infimum ein Eigenwert ist, dann haben wir diese Ungleichung, dass der kleinste Eigenwert E0, der ja der Grundzustand in der Physik, immer kleiner ist als der Quotient. Und das können wir ausnutzen. Das war jetzt sehr viel Theorie, deshalb jetzt ein sehr praktisches Beispiel. Wir wollen also diese Ungleichung ausnutzen. Und wir schauen uns das Ganze mal für Matrizen an. Hier ist die Matrix A. Und wir wissen, die Eigenwerte sind 1 und 3, kann man ausrechnen. Wir wollen die aber jetzt mit dem Ritz-Verfahren annähern. Was müssen wir dazu machen? Wir müssen den Rayleigh-Quotienten ausrechnen. Wie sieht der bei Matrizen aus? Naja, ich muss das Skalarprodukt ersetzen durch den Ausdruck x transponiert ax im Zähler und x transponiert x im Nenner. Das sind eben die Skalarprodukte für Vektoren. So, das mache ich mal. Wir berechnen also den Quotienten und schauen uns das einfach mal für irgendeinen Vektor an. Ich nehme mal den Vektor 1, 2. Rechne ich aus, 1, 2 von links und von rechts an die Matrix multipliziert, gibt 13. Wenn ich das Skalarprodukt bilde des Vektors, kriege ich 5. Das heißt, mein Quotient ist 13 Fünftel, kann ich ausrechnen, ist 2,6. Wenn wir uns erinnern, der kleinste Eigenwert war 1, dann ist das größer, aber eine schlechte Näherung. Das heißt, wir müssen etwas gezielter vorgehen. Wie macht man das? Naja, wir nehmen keinen festen Vektor, sondern ich nehme so einen Vektor wie hier mit einem Parameter. Also 1 Alpha. Und Alpha ist jetzt ein Parameter, den ich variiere, deshalb Variationsprinzip, um dann möglichst nah an E0 ranzukommen. Wie sieht das aus? Wir rechnen wieder ganz normal diese Skalarprodukte aus, von links, von rechts an die Matrix. Jetzt sieht man, man kriegt keine Zahl, sondern einen Ausdruck in Alpha. Und dasselbe gilt für das Skalarprodukt, gibt auch einen Ausdruck in Alpha. Und jetzt bilde ich den Quotienten und dann habe ich hinten so eine Funktion von Alpha. Was mache ich mit der Funktion? Naja, ich suche jetzt das Alpha, welches diesen Ausdruck minimiert. Ja, wir wissen, der Ausdruck ist immer größer als E0, den Grundzustand, den wir suchen. Wenn ich jetzt aber das Alpha nehme, was den möglichst klein macht, dann komme ich möglichst nah an E0 ran. Wie minimieren wir das Ganze? Das funktioniert so wie in der Schule. Das heißt, man rechnet die erste Ableitung aus, also bezüglich Alpha, setzt sie gleich 0, rechnet die Nullstelle aus, nimmt die zweite Ableitung, sollte größer 0 sein, dann habe ich ein Minimum. Das rechne ich jetzt hier nicht vor, wenn ich das mache, kriege ich plus minus 1 raus. Stattdessen schauen wir uns an, was machen wir mit der Lösung? Naja, wir hatten den Ansatz 1 Alpha und jetzt setze ich unsere Lösung Alpha dort ein, dann kriege ich den Vektor 1 minus 1 und 1, 1. Und weil wir jetzt im Zweidimensionalen sind, stellen wir fest, dass das sogar tatsächlich Eigenvektoren sind. Wir haben also hier sogar
die richtigen Vektoren gefunden und wenn ich die einsetze, kriege ich meine richtigen Eigenwerte zurück. Das ist nur ein Spezialfall, weil eben die Matrix so klein ist, dass da nicht genügend Freiheitsgrade sind im zweidimensionalen. Wenn ich eine größere Matrix nehme, eine 5x5 Matrix, dann komme ich nah an den Grundzustand ran, an den kleinsten Eigenwert, aber ich kriege nicht unbedingt direkt die Eigenvektoren heraus. Bevor ich zur Schrödinger-Gleichung komme, hier nochmal die generelle Vorgehensweise. Ausgangspunkt ist immer diese Ungleichung und ich betrachte den Quotienten. Was mache ich damit? Ich setze dort Vektoren ein. Die Vektoren hängen in der Regel von irgendwelchen Parametern ab. Und wenn ich dann den Quotienten habe und der ist zum Beispiel parameterabhängig, dann minimiere ich diesen Ausdruck oder ich schaue mir den Quotienten an und das liefert dann einen Näherungswert für den Grundzustand. Kommen wir zur Schrödinger-Gleichung und betrachten den Potentialkasten. Hier ist der Potentialkasten. Das Teilchen kann sich nur im Kasten aufhalten, das heißt zwischen 0 und L, außerhalb ist verbotener Bereich. Wir interessieren uns für die Energiewerte und erhalten diese als Lösung des Eigenwertproblems für den Hamilton-Operator. Das sehen wir hier. Links der Teil, das ist der Hamilton-Operator, der uns später noch interessieren wird. Was ist jetzt unser Ziel? Wir wollen das Ritzverfahren anwenden, um die Grundzustandsenergie E1 zu approximieren. Hier gibt es kein E0, deshalb heißt das E1. Die kann man zwar klassisch ausrechnen, dazu habe ich ein Video gemacht, wir wollen hier aber das Näherungsverfahren anwenden. Das Komplizierteste an dem Ritzverfahren, neben den Rechnungen, ist es, eine geeignete Ansatzfunktion zu finden. Das heißt, eine Funktion, die wir in den Quotienten einsetzen und so eine Approximation ausrechnen können. Wir nehmen jetzt mal an, dass wir die Lösung nicht kennen. Wir suchen jetzt eine Funktion oder eine Funktionsklasse eben, weil die ja vom Parameter abhängt, welche der Lösung möglichst nahe kommt. Das ist ein Problem. Wir kennen die Lösung nicht. Wir suchen aber Funktionen, die ähnlich sind wie die Lösung. Was macht man da? Ja, man schaut sich Eigenschaften der Lösung an, die ich weiß, ohne dass ich die Lösung kenne. Zum Beispiel hier in diesem Fall wäre die Mindestanforderung das Erfüllen der Randwerte. Was sind die Randwerte? Ich weiß, dass ich mein Teilchen nicht am Rand aufhalten kann. Das heißt, die Wellenfunktion Psi verschwindet hier. Psi von 0 ist gleich Psi von L ist gleich 0. Wir suchen jetzt also Funktionen, die Nullstellen bei 0 und bei L haben. Ganz simpel sind immer Polynome. Also versuchen wir mal Polynome und versuchen ein Polynom mit Nullstellen bei 0 und bei L. Das simpelste Polynom, was das erfüllt, ist das Produkt aus x mal x minus L. Es hat die beiden Nullstellen, wie gewünscht. Allerdings hat das keinen Parameter. L ist ja fest vorgegeben. Und es ist zweiter Ordnung. Ich würde ein x² kriegen, wenn ich da den Hamilton-Operator drauf loslasse. Das heißt, zweimal ableite, ist das eine Konstante. Das ist nicht so gut. Also versuche ich ein Polynom dritter Ordnung, eine Ordnung höher, indem ich einfach noch einen Linearfaktor dran multipliziere, x minus Alpha. Na, jetzt habe ich auch meinen Parameter drin. Jetzt kommt ein bisschen Rechnerei. Ich kürze das ein bisschen ab. Ihr könnt es aber gerne mal nachrechnen im Detail. Ich will den Quotienten ausrechnen. Ich beginne mit dem Nenner, also Skalarprodukt von Psi mit sich selbst. Das ist in diesem Fall ein Integral, weil wir ja Wellenfunktionen haben. Vorne steht eigentlich Psi Stern, komplex konjugiert. Unsere Ansatzfunktionen sind aber reell, das heißt, das reduziert sich zu Psi Quadrat. Außerdem integriere ich nur von 0 bis L, weil außerhalb des Kastens Psi halt 0 ist. Ich habe das jetzt mal eingesetzt und zwar habe ich oben unseren Ansatz ausgeklammert und unten quadriert und dann habe ich das integriert. Das ist ein Polynom, das geht per Hand, ist ein bisschen eklig. Ich habe Wolfram Alpha verwendet, habe ich einen Link in die Box gesetzt. Heraus kommt ein Ausdruck mit Alpha. Das gleiche mache ich jetzt mit dem Zähler. Hier muss ich aber erst den Hamilton-Operator auf Psi anwenden. Oben sehen wir den Hamilton-Operator. Das heißt, im Prinzip muss ich die zweite Ableitung bilden. Wenn ich meinen Ansatz ableite, kriege ich hier 6x minus 2 Alpha plus L, also was Lineares heraus und diesen Vorfaktor. Das setze ich ins Integral ein. Hier ist das Integral, vorne ist die Ableitung, hinten ist unser Psi. Und wenn ich das wieder integriere, kriege ich wieder einen Ausdruck mit Alpha. Dann kann ich jetzt den Quotienten ausrechnen, Zähler durch Nenner und man sieht L hoch 3 durch L hoch 5, das kann ich kürzen, gibt 1 durch L Quadrat. Interessant ist jetzt aber hinten der Ausdruck, wo das Alpha drin steht. Denn jetzt suchen wir das Alpha, das diesen Ausdruck minimiert. Also, wir betrachten den Ausdruck und sagen, das ist eine Funktion f von Alpha. Wir suchen das Minimum. Wie machen wir das? Erste Ableitung gleich 0 und so weiter. Wenn ich das mache, kriege ich L halbe heraus. Es stellt sich aber leider heraus, dass das ein Maximum ist.
Schauen wir uns dazu mal die Funktion an. Hier sind die Funktionen, verschiedene L-Werte. Man sieht, ich habe immer einen Peak, das ist ein Maximum, der wandert mit L. Aber was noch auffällt, ist, dass das Minimum immer gegeben ist durch die Asymptote unten. Das heißt, ich muss die Asymptote ausrechnen. Was heißt Asymptote? Ich betrachte den Bruch. Ich habe Alpha Quadrat im Zähler und im Nenner. Da wissen wir aus der Schule, dass die Asymptote gegeben ist durch die Vorfaktoren, also 5 und 7, also in diesem Fall 5 Siebtel. So, setzen wir das ein. Hier ist unser Ausdruck mit dem gekürzten L. Und das hintere kann ich jetzt ersetzen durch 5 Siebtel, weil es immer größer ist als 5 Siebtel. Und wenn ich jetzt kürze, die 15 mit der 5, bleibt unten im Nenner eine 3 stehen. 3 mal 7 ist 21, 210 durch 21. Ganz einfach, gibt einen schönen Ausdruck, nämlich 10 mal h² durch 2m l². Ja, hier ist nochmal unsere Näherung an den Grundzustand, aber wie gut ist die? Deshalb wollen wir die jetzt mit der analytischen Lösung vergleichen. Also, die analytische Lösung ist Pi Quadrat h quer Quadrat durch 2m l Quadrat. Das heißt, der Bruch hinten stimmt überein und wir müssen das Pi Quadrat jetzt vergleichen. Wenn ich Pi Quadrat ausrechne, kriege ich 9,87 und das ist sehr nah an 10 dran. Das heißt, unsere 10 ist größer, das hatten wir auch erwartet, aber es ist eine sehr gute Näherung an 9,87. Ich hatte schon gesagt, das Schwierige an dem Ritzverfahren ist oft, die richtige Ansatzfunktion zu finden. Unser Teilchen war jetzt eingeschlossen, das heißt, wir haben die Randwerte berücksichtigt. Wenn das Teilchen aber nicht eingeschlossen ist, gibt es auch keine Randwerte. Was macht man dann? Man nimmt das asymptotische Verhalten für Plus und Minus unendlich und hier passen oft E-Funktionen. Also hier so ein paar Exponentialansätze. Konstante mal e hoch minus Alpha x. Die Konstante ist nur zur Normierung, Alpha ist der Parameter. Oder ich mache das Ganze mit einem x-Quadrat. Häufig auch minus Alpha halber als Kosmetik. Oder man multipliziert noch ein x an die E-Funktion ran oder eben auch das Ganze mit einem Quadrat. Oder ganz andere Ansätze, zum Beispiel Brüche 1 durch Alpha Quadrat plus x Quadrat. Mein Tipp, schaut in die Literatur, da gibt es eine Menge Aufgaben, da werden die Ansätze angegeben und oft auch diskutiert. Wem das Video gefallen hat, lässt ein Like da. Wer mehr in diese Richtung haben möchte, bitte einen Kommentar.